Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Lossen, Herrschaften Botschafter, sehr geehrter Herr Donchev, Herr Kaiser, es ist mir wirklich eine ganz große Ehre und persönliche Freude, die Schirmherrschaft dieser Ausstellung übernommen zu haben und noch mehr heute auch bei der Vernissage dabei zu sein und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist eine interessante, einmalige Ausstellung und ich hoffe, Sie werden sich überzeugen lassen. Aber zuerst mal lassen Sie mich ein paar Worte als Dankesworte aussprechen und ganz speziell und zuerst an Frau Lossen. Und trotz seiner Abwesenheit, mein aufrichtiger Dank gilt auch unserem Honorarkonsul, Herrn Felix Fischer, der leider aus persönlichen Gründen heute nicht dabei sein kann, aber der wird in den nächsten Tagen die Ausstellung sich mal anschauen. Und dem verdanken wir auch diesen Kontakt zu Frau Lossen und wir schätzen uns von Seite der Botschaft wirklich glücklich, dass wir in diesen Kontakt treten konnten und dass trotz der spannenden Geschichte diese Ausstellung jetzt zustande kommt. Freut mich, dass die Damen und Herren unserer Einladung auch Folge geleistet haben. Ich darf als Botschafterin Bulgariens hier in der Schweiz sagen, dass wir sehr viel zu tun haben und noch mehr haben müssen und gerade Bulgarien richtig vorzustellen. Und Bulgarien ist ein tolles Land mit jahrtausendlangen Geschichte und mit einer sehr reichen Kultur. Sind verschiedene Zivilisationen, die aus der Zeit der Thraker, später die Byzantiner, die Römer und auch aus der Zeit